Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Valhalla. Lang ist her. Wolfsmal, ich hoffe, dein Kopf schmerzt nicht wie der meine. Was für eine Nacht. Echt? Wir wollten wir nach Paris? Bald den Frankenreich aufbrechen. Wollten wir das? Die Söhne Ragnars. Ragnars. Hoppla. Wir machen erstmal das hier. Wie gesagt, ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Ich weiß, es ist schweinelange her. Und ja. Wir werden. Oh Gott, oh Gott. Haben wir dahin eine Schnellreise? Bitte. Wo müssen wir denn? Alter. Ja, hierhin. Na gut. Machen wir das mal. So. Einmal dahin reisen. Tüdelü. Ja. Da ist nicht so lange. Oder da ist schon etwas her war, wo wir Valhalla aufgenommen haben. Wo müsste ich lang? Noch 2000 Meter. Machen wir heute mal eine etwas längere Folge. Oder? Ja. Wenn man die ganze Steuerung verlernt hat. Hör mal auf. Hier, warte mal. Ich dachte, da war das doch. Wir rufen unser Pferdchen. So. Straße folgen. Zum Questziel. Was soll das? Sehe ich nicht. So, reite los. Reite. Bevor die da kommen. Und adios. Tüdelü. Dingeling, dingeling. Dingeling, dingeling. Dingeling. Auf geht's. Na gut, finden wir sie gut. Schön. Ist ja genauso nach meinem Humor. Okay. Ja. Haben noch viel zu erledigen. Wir machen das schon. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen hier konzentrieren, wenn wir da sind. Und dann sind noch 850 Meter, alles gut. Ja, hau ab. Oh Mann, ey. Dass das so lange dauert. Ja, na gut. Ist nicht weiter wild. Sollten aber gleich da sein. 300 Meter, alles gut. Falls wir jetzt nicht wieder von Wölfen überfallen werden oder sowas, dann geht das. Theo, bitte.
Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein. Na. Ey. Bring uns hin. Wollen wir mal gucken. Ragnars Söhne. Sehe ich uns. Ja, ich mache auch nicht alles an Nebenquests oder so, nur worauf ich wirklich Lust habe. So, absteigen. Ich habe doch absteigen gedrückt. Wie war denn das jetzt? F gedrückt halten. Wird bereits genutzt. E. X. Nee, in die Straße folgen. Steigen wir halt ganz klassisch ab. Oh. Plündern. Oh, was ist denn hier los? Ihm scheint das. Bitte! Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurd Strenger? Avagor? Eivor. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit... Da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mersischen Felder. Ja. Ich hatte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch, aber für Mercer ist es Rheapedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ob... Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Okay, seit wann hat Ivar Knochen? Ich dachte, er ist der Knochenlose. Was ist denn da richtig? Das ist falsch. Du musst kriechen. Verkauf mich nicht für dumm, Opa. Ich weiß, dass Krieche. Du dir Wehrgeld gegeben hat. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest.
Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Uber. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Uber und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Klingt, als würdest du nur dem Namen nach ein König sein. Eine Puppe. Ich leiste meinen Beitrag. Ich hoffe, du wirst deinen leisten, wenn es soweit ist. Wir werden alle Hilfe benötigen bei dem, was uns bevorsteht. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamelfjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamelfjord einnehmen, Burgred absetzen und Cheolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar, und wir werden sie ehren. Cheolwulf ist zu Recht vorsichtig. Wenn er bei Burgred Gnade walten lässt, werden die Menschen einen Grund haben, ihm zu trauen. Genau das denke ich auch. Und je schneller wir handeln, desto mehr Leben verschonen wir. Auf beiden Seiten. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lasst die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelfjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Cheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Ja, dann gucken wir doch mal, was es denn hier alles für Villen gibt. Warte mal. Wir haben einen Eingang. Oh, da müssen wir hin. Das ist wichtig. Da oben. Gut, da müssen wir hin, definitiv. Los. Los, los, los. Piss doch mal nicht hin, Junge. Gehört sich nicht. Okay, 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 und hoch. Nee, nee, wir müssen höher.
Noch ein Stück. Noch, 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 noch höher. Na komm. Na siehst du, dann haben wir das doch auch schon mal hinter uns. Okay, warte mal, was war? Was bist du? Da müssen wir hin. Okay, wir werden einmal da rein. Wo ist das denn? Da. Mal selbst suchen. Nein. Hoppla. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Also seid bitte nachsichtig. Oh. War auch das Falsche. Die liegt da hinten irgendwo. Ja, du mich auch. Bis auf den Witz. Hey, warte mal, rauf da. Hier runter. Komme ich nicht rein. Wo kommen wir denn da jetzt rein? Fresse. Wie war denn das jetzt? Mal gucken, was wir hier drin haben. Lesen. Okay. Nicht viel. Was haben wir hier? Noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Brauchen wir auch nicht. Oh, einsammeln. Das brauchen wir. Ja, ich lese das jetzt nicht. Das ist mir zu doof. Ja, habt ihr. Hä? So. Das war, da waren wir. Wo müssen wir hin? Da hinten. Guck mal, ein Windspiel. Okay, lassen wir das im Raum stehen. Gut. Fährt. So. Ach so, Ziel gedrückt halten, alles klar. So. Fix mit dem Pferdchen hin. Pfeift mal da nicht so rum. Was soll denn das?
Sie können auch noch gar nicht da sein. 95 Meter. Kannst du mich jetzt sehen, dass wir schon da sind? Hä? Oder kommen wir da nicht hin? Zu Ross? Können wir gar nicht wollen, dann meine ich doch. Segelt nach Südosten! Bringt die Männer zu den Toren von Tamenjord! Wir fluten die Felder und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Okay. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja! Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los, los. Ruhig, Ivar. Noch gibt es keinen Kampf. Ja. In diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Einen kleinen Jungen, der nach Angstschweiß riecht, einem Rudel Wölfe vorzuwerfen, ist keine gute Übung. Sicher, dass Ceolwulf das will? Nun, man hätte es so oder so verstehen können. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Ja, aber ich nehme mein Pferd. Muss. Das auch noch. Riechst du das, Ceolbert? Der Gestank des Neins. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Na klar. Warum ist Ceolwulfs Sohn überhaupt in Kreopedun? Ceolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Ida habt diesen Schier ins Verderben gestürzt. Ich bin mal ruhig jetzt, bis sie da sind. Aber Bogret hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Eivor, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Englerland bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Fornberg, in Nordwege. Nördlich der Dänenlande. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt? So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Ihr seid also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, wohl wahr? Englerland ist halb so groß wie Nordwege, und doch haben wir 4 Könige in 4 Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur 6 Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Ceolbert.
Und von nun an wird alles ganz schnell gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. In Wahrheit, Cheolbert, lastet ein Großteil meines Zorns auf meinem Vater, nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt, ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fass Met verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung, es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen, die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Äteling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skop. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. Jedes Mal, wenn man was sagen will, quatschen die immer dazwischen. Ist ja schlimm. Schön. Aber wie lange reiten die denn noch? Oh gut. Lass sie reiten. Aber wir sollten auch gleich da sein. Und dann... geht's rund. Hoffentlich. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Okay. Leicht verwirrt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Ich darf ja nicht erwischt werden. Scheißegal, brenn alles nieder. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrids Kriegstan. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivars Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern! Die Ragnarssons sind noch deine geringste Sorge, Burgred. Der Rabenclan wartet an deiner südlichen Grenze. Oh, ich hörte die Geschichten des Rabenclans. Und ihren Anführer Sigurd sehe ich unter euch. Hey! Und du musst Eivor sein. Du hast den Dänen in Grantabrücks hier geholfen und den armen Wigmund vernichtet. Dann weißt du also auch, dass du deine nächsten Worte mit Bedacht wählen solltest. Denn hier stehen 4 von dieser Sorte. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört. Bis aufs Letzte! Wenn du meine Krone willst, Uber Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen! Die Mauern bemannen!
Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamevjord wird heute Abend uns gehören! Eivor, sagt dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Stark und beweglich. Ich werde da sein. Okay. Ich ebenso. Was? Oder greifen wir erst in der nächsten Folge an? Schnauze, ich spalte den Schädel. Wisst ihr was? Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Auf Wiedersehen und ciao.